Hallo? Cool, noch eine Fähre. Die halten mich wahrscheinlich einfach nur, oder? Ich meine, das ist nett, aber Halbes Herz ist halbes Herz. das stimmt. Was, wenn man das Schild neben dem aufhebt, dann verfolgt er einen? Ich glaube, das Schild ist noch zu schwer für mich, aber Das stimmt. ich meine, das ist Zelda. Wir wissen alle, dass ich irgendwann sowas wie Krafthandschuhe kriegen werde. Hier liegen ja überall die fetten Steine rum. Aber interessant. Ich weiß nicht, wieso mein erster Gedanke war gerade, ob die Kakteen mich angreifen. Sie tun mir zumindest. Sie tun mir zumindest weh. Wieder nicht. Ist das eigentlich ein sehr aggressiver Oktopus hier auf dem Boden, oder? Der den Mittelfinger zeigt. Bin mir nicht sicher, was ich mir da gerade. Was ist das denn? Der Geldmann. It's Clayman. Nein, der Geldmann. Ach so. Der heißt legitim wirklich Geldmann. Gut. Weil das auf einen Übersetzungsfehler beruht. Ich glaube, der will eher mein Geld, so wie der aussieht. Weil eigentlich heißt er, glaube ich, im Japanischen Gerudo-Mann. Und aus Gerudo haben die Geldo gemacht. Also Geldman. Ich glaube, jetzt hatte ich keine Fee mehr, Nein. wa? Jetzt muss ich von mir hier loslaufen. Kannst dich in deinem Haus immer um drei Herzen heilen noch. Oh, cool. In den Töpfen sind immer drei Herzen. Zu meiner Verteidigung. Ich finde ja, nicht, dass das Spiel schwer ist, aber dass das Spiel sehr viele Gegner auf den Screens hat. Möchtest du einen kleinen Tipp, wo du ein paar Feen abstauben kannst? Nützt mir ja nichts, weil ich sie eh immer sofort verbrauche. Na gut. Das wird schon. Okay. Weil das ist ja so vom Niveau her so, ne, also es ist ja schon fast Dark Souls, was ich hier spiele. Also ich finde ja A Link to the Past, Dark Souls, kann man schon durchaus vergleichen, ne, ganz klar. Natürlich kein Sarkasmus hinter. Und das ist ja normal, dass man mal stirbt, ne? Diese Vögel, ne? Ich lass mich aber auch von allem Du hast ja zum treffen. Glück noch mal eine Fee direkt vor der Wüste. Aber ich lass mich trotzdem von allem treffen, das will ich Ist nicht. das Dark Souls der Zelda-Spieler? Ja. Ich glaube nicht. Was ist denn wohl das schwerste Zelda-Spiel? Zelda 2? Ja, gut. True. Beziehungsweise Zelda 1 und 2 sind nur deswegen schwer, weil die halt alt und nicht ganz so gut gealtert sind. Abseits von Zelda 2. Weil Überlegen ich. wir mal, das ist recht okay. Ja. Link's Awakening ist ziemlich easy, finde ich. Ja. Ocarina und Majora eigentlich auch. Ja, die Oracle-Teile anfangs. Ja, sehe ich. Wind Waker nicht. Twilight Princess nicht. Link Between Worlds auch nicht. Skyward Sword nicht. BTS-Teile weiß ich nicht mehr. Die habe ich verdrängt. Glaube ich echt sogar am ersten. Ja, Minish Cap ist eher nervig. Aber ich glaube gerade so die 2D-Zeldas. Die sind alle nicht gerade. Es sind einfach nur durch Ich habe ihre. mir kein Geld gegeben. Einfach so, wie die sind, schon ein bisschen knackiger hier und da. Finde das übrigens nicht nett, dass ich da in einen Kaktus gedrängt werde. Und ja, Breath of the Wild, gerade am Anfang mit dem Plateau, finde ich schon schwerer als das in Tears of the Kingdom Himmelsinsel, so als Tutorial-Gebiet. Da finde ich das schon echt sehr viel gefährlicher in Breath of the Wie Wild. viele von denen sind denn hier? Unendlich viele.
will mich doch nur so ein bisschen umgucken. Und hier bin ich gekommen. Da ist eine Höhle. Junge. Und dann geht er. Ich mag das nicht, dass die einfach random spawnen, ohne sich anzukündigen. Also. Warum hasst mich dieses Gebiet so sehr? Alles will mich tot sehen. Kurt, danke schön für 61 Monate Treue. Super lieb von dir. Ich kriege hier noch die Krise. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach in die Höhle in der Hoffnung, dass ich da geheilt werde. Klingt irgendwie nicht so, als wenn ich da geheilt werde. Warum steht da ein alter Mann? Du bist Agina. Du siehst aus wie Sahasrala. Okay. Ich spüre, dass irgendwas im goldenen Land passiert. Das ist ein Omen für den großen Kataklysmus. Aha. Der Held. Das Book of Nudora? Wenn ich das habe, dann kann ich die Sprache der Hylianer lesen und das sollte irgendwo in irgendeinem Dorf sein, in der Bibliothek. Ach, da, wo ich bestimmt gegen das Regal rennen kann, damit das Buch runterfällt. Das heißt, da müssen wir auch noch hin. Aber der hat mich nicht geheilt. Ich war kurz vorm Splooshen. Wenn ich mal in Kakariko bin, muss ich da nochmal hin. Nein, ich bin nicht geheilt. Ich werde vielleicht geheilt von dem Erzteil. Oh no. Ich werde gleich wieder sterben. Du bist doch der Kakariko. Das stimmt. Ich will nach Kakariko gehen. Dann komme ich wieder. Ich meine, ich appreciate das ja schon, dass die Geld droppen, aber... Ne? Mhm. Ich glaube, da ist potenziell der Dungeon. Kann das sein? Oh, ich brauche das Buch bestimmt, um das lesen zu können. Weißt du, ich muss sowieso nach Kakariko wieder. Kann ich jetzt hier noch eben weiter umgucken, dann werde ich gleich eh irgendwo dran sterben, wir wissen das ja, und dann bin ich ja wieder am Haus. Oh. Ich dachte, der kommt noch nicht. Wie komme ich denn da? Es tut mir leid mit dem Piepen. Von hier aus glaube ich nicht. Nee. So witzig, auch wie die sich im Sand bewegen. Kann ich mich irgendwie zurückporten oder muss ich laufen? Du kannst safe entquitten und dann bei deinem Haus wieder starten. Auf welchem Knopf war das? Minus. Ja, dann bin ich wieder im Hauptmenü und gehe wieder ins Spiel rein. Genau, dann kannst du bei deinem Haus oder beim Sanctuary starten. Okay, dann machen wir das mal. Methods. Dann habe ich wieder ein paar mehr Herzen und kann mich ja auch eigentlich voll heilen. Mhm. Aber dann brauchen wir, glaube ich, erst das Buch, um zu lesen zu können, was da an einem potenziellen Südpalast steht, wie auch immer. Aber wenn ich jetzt nochmal auf die Karte gucke, habe ich ja, ich glaube, ich habe da unten halt schon halbwegs alles gesehen, aber das Herzteil scheint mir trotzdem eher von da zugänglich zu sein. Sieht mir nicht, als wenn man da von oben irgendwie hinkommen würde. Na gut. Dann gehen wir nach Kakariko wieder zu. Okay. Irgendwie auf Klassenfahrt? Warum werde ich jetzt schon wieder gemobbt?
Das habe ich nicht verdient. Lass das. Gesagt, du... Junge! Frech! Bin ich jetzt wieder in den Wald gelaufen aus Versehen? Wo bin ich? Oh. Nee, Moment. Oh. Wollte cool sein. Irgendwie bin ich irgendwo hängen geblieben. Da ist, glaube ich, der Wald. Mhm. Da will ich nicht hin. Ah! Ich habe nur keine Ahnung, welche die Bibliothek... Nee, Moment. Ist auch noch nicht richtig. Warum ist das hier alles so verschachtelt? Aber ich habe keine Ahnung, was die Bibliothek ist. Ah, wait. Vielleicht das da. Eventuell. So. Yay, ich habe das Buch von... Das ist im Deutschen auch das Buch von Mudora gefunden. Mhm. Jetzt kann ich die antike Schrift lesen. Ach so, das war's schon. Ist jetzt nicht so irgendwie noch Lore oder so. Ist einfach nur so, nee, du kannst es jetzt legitim einfach lesen. Ja. Okay. Just read it. Read it, read it, read it. Ich muss es jetzt wahrscheinlich noch nicht mal mehr ausrüsten oder so. Ich habe es jetzt einfach instant gelesen und übersetzt. Einfach so ein Wörterbuch. Okay. Cell, dankeschön für 45 Monate Treue. Super lieb von dir, dankeschön. Du hast Geräusche gemacht, aber hier ist nichts zum Sprengen. Nee, alles gut. Ich habe kein Sploosh gesagt. Ich okay. Ich habe ein random Geräusch gemacht. Das ist in Ordnung. Das heißt aber wahrscheinlich, muss ich auf dem gleichen Wege wieder dahin. Schlaue Leute würden wahrscheinlich... Nachdem sie den Dash haben, direkt hier hinkommen und sich das Buch holen und dann erst da unten hinlatschen. Aber irgendwie... Wissen. Ja, ich wusste ja, dass das Buch da liegt, aber ich habe nicht mehr dran gedacht. Mr. Angina hatte ja den Tipp gegeben. Wer ist das überhaupt? Warum steht er da rum? Ich glaube, der ist lore-technisch der Bruder von Zachas. Der sieht auch so aus. Das sind wahrscheinlich Zwillinge oder so. Ich gehe. Das ist mir zu billig. Oh, wait, hier komme ich gar nicht durch. Es sind so viele Gegner. Ich meine, es ist bei weitem... Kannst du mich hier bitte nicht einkesseln? Das ist, glaube ich, bei weitem vom Gegnerplacement her nicht das schlimmste Spiel. Also, nee, das wird zwei schlimmer. Weißt du, ich hatte jetzt irgendwie an manche Kirby-Spiele gedacht, aber es ist ja fast das gleiche wie Dark Souls 2. Ja gut, wenn ich so an manche Spiele denke, die du gespielt hast, jetzt auch vor allem in den letzten Wochen. Ja. Vor allen Dingen, ich lade ja jetzt aktuell auf YouTube schon mal die ersten Kirby-Sachen hoch. Warum auch nicht? Weil wird ja noch eine ganze Weile dauern, bis wir den, oh wait, das stand hier gar nicht, das war der Boomerang. Naja. Bis wir den Kirby-Marathon weitermachen. Deswegen dachte ich mir, wir können auch schon mal die ersten Sachen halt hochladen. Warum nicht? Danke, Woggle. Und aktuell bin ich bei Kirby's Dream Land 2, weil naja, Dream Land 1 ist halt legitim ein Part gewesen. Und ich denke mir auch nur jedes Mal, wenn ich das hochlade, so um Gottes Willen, weil ich bin ja jetzt nicht so der größte Fan von Dream Land 2 gewesen, bekanntermaßen. Habe mich auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert beim Spielen, aber die Steuerung war auch einfach furchtbar. Und denke mir so, oh, ich freue mich schon, wenn ich Dream Land 3 hochlade, das war so viel besser und angenehmer und da habe ich mich auch besser geschlagen und alles. Ja. Warum hat das den nicht gekillt? Nicht getroffen? Weil ein Schwert reingeflogen ist, bevor du die Attacke gemacht hast. Also wir wissen ja, dass hier irgendwo noch die Fee ist. Mhm. Und tschüss! Ja. Auf jeden Fall hatte dann jemand zu Dreamland 2 auch geschrieben. Irgendwie so, ja, andere Leute oder alle anderen Leute so, ja, Kirby ist voll einfach und ich bin nur die ganze Zeit am Rumschreien, dass es so furchtbar ist. Und ich denke mir so, hast du Dreamland 2 gespielt? Das Spiel ist auch furchtbar von der Steuerung her. All die Leute, die sagen, Kirby ist so easy, die spielen nicht Dreamland 2, die spielen alle anderen Kirby-Spiele. Die spielen Funpack. Und die aktuellen.
Aber gut. Ich meine, ich bin ja auch so jemand, ich bin dafür bekannt, dass ich mich gerne schlechter mache, als ich bin in Spielen. So nach dem Motto, oh, ich bin ja so schlecht in dem Spiel. Einfach auch, um keine Erwartungen zu schüren. Nach dem Motto, wenn ich von vornherein sage, ich habe keine Ahnung, was ich hier tue, und dann ist das, bin ich wirklich nicht gut, dann kann keiner sagen, das ist dann so immer, ich habe schon vorgewarnt, dass ich das nicht kann. Ist halt auch eine doofe Angewohnheit. Also ich versuche mir das auch so ein bisschen abzugewöhnen. Weil ich habe das auch so bei Hollow Knight zum Beispiel auch gemacht am Anfang. So, nein, ich habe sowas noch nie gespielt, ich kann das nicht und mimimi. Und dann habe ich es ja doch irgendwie gekonnt. Ich meine, es war die Wahrheit, dass ich noch nie was Vergleichbares gespielt hatte. Aber man muss sich ja nicht irgendwie schon schlecht machen, bevor man es versucht hat. Aber auf der anderen Seite liegt einem auch nicht jedes Spiel. Manchmal muss man einfach ein bisschen mehr Zeit reinstecken, um da wirklich gut drin zu werden. Plus, ich glaube, manche Sachen... Donkey Kong zum Beispiel. Donkey Kong und ich werden keine Freunde. Also so Kirby ja, aber Donkey Kong, ich weiß nicht. Es liegt mir einfach nicht und ich habe auch nicht die Geduld, mich da reinzuknien. Und es ist auch voll okay, dann zu sagen, nee, ist nicht mein Spiel. Ne? Deswegen, da muss da, glaube ich, einfach so eine gesunde Balance finden. Und jetzt bei Zelda sage ich auch, also ich bin jetzt nicht furchtbar in Zelda, aber ich bin jetzt auch absolut kein Profi. Dementsprechend, natürlich werde ich mich jedes Mal von diesen Vögeln treffen lassen und natürlich werde ich ein paar Mal sterben. Aber deswegen bin ich ja jetzt nicht super kacke. Wenn mir jetzt jemand schreibt bei Dreamland 2 so, ja, eigentlich ist das Spiel voll leicht und du stellst dich dumm an, dann denke ich mir so, ja, weil die Steuerung furchtbar war. Aber ja, aber ist schon okay. So irgendwie. Das war geschreckt. Die alten Donkey Kongs sind ein bisschen anders. Die könntest du zumindest irgendwann mal ansprechen. Ja, gut. Wieso kann ich das immer noch nicht lesen? Naja, das ist ein Wörterbuch. Ach, das muss ich einsetzen. Ach, Junge. Dachte, das war irgendwie... so smart, hallo? Dachte, das ist naheliegend. So schnell kann ich nicht lernen. So, um den Weg vor dir zu öffnen, musst du deinen Wunsch aussprechen und der wird dir gewährt werden. Ich möchte gesund werden. Oh! Okay, es war ein sehr spezifischer Wunsch, dass ich mir gewünscht habe, dass die Statuen sich bewegen, aber okay. Mhm. Hier endet das Spiel. Link kann nicht sprechen. Er hat bestimmt auch in Gedanken gereicht. Willkommen im Wüstenpalast. Nicht der Südpalast? Nein. Das ist die Killer-Ananasse. Aber ich kann sie zumindest... Huch, warum sind die in mir gespawnt? Das frage ich mich auch gerade. Frech. Wir können gar nicht in den Boden kommen. Außer die kommen aus dem Boden. Okay. Die Killer-Ananasse. Oh, weiß ich nicht, ob ich den Wüstenpalast jetzt so feiere. Ich bin nicht so der allergrößte Wüstenfanatiker. Sind hier auch die komischen Geldmänner? Nur die Killer-Ananasse. Mhm. Anderes Zeug, aber keine Geldmänner. Okay. Wait, muss ich den gar nicht ins Auge lasern? Du kannst ihn gar nicht töten. Oh. Ich gehe erstmal nach rechts. Vielleicht. Ist das alles offen? Oh Gott! Ich gehe erstmal hier hin. Ich gucke erstmal rechts. Ich bin mir noch nicht sicher, wo ich gucke. Ich werde mich hier drin sowas von verlaufen. Was mit dem hier? Weiß ich nicht. Und ich... Nee, Nee. Ich bin jetzt schon überfordert, weil das alles so... Was mache ich mit dem? Danke. Oder so. Weil das alles so offen ist irgendwie. Also ich habe es lieber so, du hast einen Raum und dann ist da eine Tür.
Und nicht so, der eine Raum geht über 5 Screens. Also da ist eine Tür. Hier unten, ich nehme erstmal die Tür hier unten. Irgendwann werde ich schon nicht weiterkommen und wieder zurück müssen. Kannst du durch die Statue durchlasern? Nee, okay. Toll, jetzt bin ich hier. Wo immer hier ist, aber hier. Jetzt bin ich da. Nee, jetzt bin ich weiter oben. Muss ich jetzt zwangsläufig runterspringen? Also ich könnte natürlich wieder rein, aber wo lande ich denn, wenn ich jetzt runterspringe? In der Wüste, wo du schon warst. Toll. Das heißt, der Gang ist einfach absolut nutzlos. Also dieser Dungeon vereint so ein paar Elemente, die ich nicht so mag. Zum einen Wüste, dann ist es sehr offen, dann sind Gegner, die aus dem Boden spawnen und dann sind noch Laser. Und ich denke mir nur so, Hilfe? Das macht dir echt guten Schaden. Ja. Und die versucht, die mit Pfeilen zu bekämpfen. Und hier ist... Ich gehe überall lang und guck mal. Dieser Raum einfach nur eine Falle? Ja. Junge! Ich weiß nicht genau, wo ich... Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Da ist eine Tür. Ist das wieder mein Mittelraum? Mhm. War hier noch Heilung drin? Nee, war Pfeile. Okay. Bitte gehen Sie. Oh no. Der ist weiter geflogen, als ich dachte. Wie viele Pfeile du hier auch kriegst. Mit den Pfeilen kann man eigentlich ganz gut arbeiten. Erstmal, dass ich schaue, dass hier in dem Raum mich nichts mehr angreift. Scheint aber auch an sich eine Sackgasse zu sein. Okay. Ist witzig, dass du da Magie bekommst, um die Dinger anzumachen und dann bringt's dir einfach nichts. Nee. Ich habe es schon öfters jetzt gemacht in diesem Spiel. Das hat irgendwie nie was gebracht. Aber ich habe die Karte. Ja. Hooray. Ah ja, da rechts sind noch die Räume hinter der verschlossenen Tür. Wenigstens sehe ich jetzt so ein bisschen. Ich sehe die eine Zunge, wo ich rausgesprungen bin. Und die Sackgasse, wo ich war, wo ich einfach nur angegriffen wurde. Und die Räume hinter der verschlossenen Tür. Und hier war auch sonst nichts, okay. Also, ist jetzt nicht so, dass ich den... Moment, es sind noch mehr Türen. Dass ich den Dungeon furchtbar finde oder so, aber ich bin halt generell nicht immer der größte Fan von Wüsten-Dungeons, weil die halt potenziell immer viele Mechanismen haben, die einen nerven können irgendwie. Ich glaube, was die Gegner, die aus dem Sand kommen. Ja, ich glaube, das, was mich hier so ein bisschen killt, ist eben genau das. Die Gegner, die aus dem Sand kommen und mich dann irgendwie noch weglasern. Dann gehen wir irgendwie nach links. Und das scheint der einzige Weg nach links zu sein. Und dann ist es so, ja, wir könnten jetzt eine Killer-Ananas hier hinpacken. Ich weiß noch nicht mal, oh, wait, ob das überhaupt die sind. Wir könnten natürlich aber auch ein paar mehr hier hinpacken. Einfach nur, warum nicht? Ja. So, jetzt ist über mir ein Raum und unter mir und links und ich kann es mir aussuchen, okay.
Die meisten Leute ignorieren die Gegner hier auch einfach. Ich habe dann immer Angst, dass ich mich dann nicht in Ruhe umgucken kann. Mal weiter. Was ist das hier oben? Ach ja! Das Telefon! Du musst immer alle Schätze im Dungeon finden. Ende. Okay, cool. Schön.